In Anaze können Sie Ihre Unternehmensprozesse modellieren. So haben Sie eine bessere Übersicht über Ihre Geschäftsabläufe und können besser als Team zusammenarbeiten. In diesem Video erfahren Sie die Grundlagen über die Modellierung in der Prozessmanagement-Software Anaze. Einzelne Elemente eines Prozesses, genau wie der Prozess selbst, werden mit Modellobjekten dargestellt. Diese werden in einer Baumstruktur aufgebaut. Das heißt, an oberster Stelle sind Prozessordner. Darin die Prozessgruppen und darin die einzelnen Prozesse, die sich aus Aktivitäten, Ereignissen und Verzweigungen zusammensetzen. Jedes dieser Elemente ist also ein eigenes Modellobjekt mit seinen ganz eigenen Eigenschaften, über die es weiter konfiguriert werden kann. Modellobjekte können Sie entweder im Portal unter Prozesse Schnellnavigation über das Menü anlegen oder auch im Webmodeller der Modellierungsumgebung von Anaze. Dort können Sie im linken Bereich der Modellübersicht Ihre Unternehmensstruktur aufbauen. Für die Modellierung der einzelnen Prozesse stehen in Anaze BPMN-Diagramme zur Verfügung. In diesen wird die Business Process Model and Notation, kurz BPMN, berücksichtigt. Für die Modellierung können Sie auf verschiedene Weisen vorgehen. Zum einen können Sie direkt im Portal Prozesse in einer Tabelle modellieren. Dort werden die einzelnen Prozesselemente angelegt und die Verantwortlichkeiten ergänzt. Das BPMN-Diagramm wird dazu automatisch passend erstellt. Wie genau Sie dabei vorgehen, erfahren Sie in einem unserer nächsten Videos. Sie können aber auch Ihre Prozesse grafisch per Drag-and-Drop modellieren. Hierzu steht wieder der Webmodeller zur Verfügung. Dort können Sie die einzelnen Prozesselemente im BPMN-Diagramm einfügen und einsortieren. Wie genau Sie dort vorgehen, erfahren Sie ebenfalls in einem unserer nächsten Videos. Fertig modellierte Prozesse können Sie dann versionieren und zum Review und zur Freigabe weiterleiten oder auch in einem Report drucken. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.